stehe hier in Oldendorf im Gemeindegebiet von Salzhemmendorf. Hier ist Land unter. 150 Liter sind hier auf den Quadratmeter gefallen innerhalb von wenigen Stunden. Die Feuerwehr pumpt und pumpt und pumpt. Die Pumpe, die man im Hintergrund hört, die ist jetzt seit über 22 Stunden im Dauerbetrieb. In diesem Keller, in den die Saale hineindrückt, hinter uns, das ist die Saale, die über die Ufer getreten ist. In diesem Keller befindet sich nicht nur die Heizungsanlage, sondern da befinden sich auch 8000 Liter Heizöl in Tanks. Und die Feuerwehr kämpft dagegen an, dass die Flut im Keller nicht weiter ansteigt und die Tanks aufschwemmen können. Das ist hier die Aufgabe an diesem Einsatzort, aber es gibt noch viele, viele andere. Und hier an der Mühle, an der alten ehemaligen Mühle in Oldendorf, da hat man jetzt einen Schott geöffnet zur Entlastung. Denn wenn man das nicht tun würde, dann würde der ganze Ort fluten.